Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2 in der Version 2.0. Mit dabei heute auch der Darcy. Ja, hallo, ihr seht die Neuerungen, wir können jetzt im Euro Truck aussteigen. Richtig. Und können uns unser Gefährt einmal schön von außen anschauen. Ja, und wir können jetzt im Multiplayer spielen. Alles richtig. In der Version 2.0. Nee, natürlich nicht. Leider nicht. Wir sollten das daraus das April-Video machen eigentlich. Von stimmt. Der Veröffentlichung her. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, wir befinden uns natürlich im Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, auch da gibt es einen Scania. Ja. Fahren wir zurück oder tappen wir zurück? Du kannst zurückfahren, ich tapp zurück. Gut, ich fahre, da sie tappt. Ja. Und warum sieht das hier alles so anders aus? Eigentlich werden wir hier auch nicht spielen, sondern wir möchten euch danken für 50 Folgen vom LS13, die ihr bei uns angeschaut habt bis jetzt. Und meine Zuschauer sehen schon, warum wir auf dieser Map nicht spielen werden, weil ich heiße 14 Bilder pro Sekunde. Okay, jetzt sind es wieder 30. Ja, du hättest dir eine gute Grafikkarte kaufen sollen. Ja, ich weiß, eine GTX 77 ist einfach zu schwach. Die kann nichts. Ja. Ja, keine Ahnung, das liegt scheinbar an der Map. Abhängig in welche Richtung ich schaue, habe ich mehr oder weniger Frames. Jo. Ja, ich habe bei meinen Zuschauern sehen, ich habe das Problem nicht. Die sehen das komisch. Ach, da kommt er ja. Da kommt unser Boss. Richtig. Mit dem Euro Truck. Glaubt, ich fahre dich nieder, ha? Ja. Obwohl, du brauchst mich ja weiterhin als Sklave. Richtig, nee, wir wollten euch eigentlich nicht hier die Map unbedingt zeigen, weil wir werden wohl auf der Landwehrkanal bleiben. Ja, sondern denke ich auch. Ja, sondern wir wollten euch zeigen, dass wir bei den Mod etwas umgeräumt haben. Wir haben neue drin und andere dafür vielleicht nicht mehr drinnen. Und wir wollten euch die einfach mal schon mal so zeigen, was wir jetzt drin haben. Weil wir werden die bestimmt nicht alle direkt im Spiel kaufen, in unserem Together. Da haben wir und kein dafür Geld. Ist das heute gedacht. Und wie gesagt, es ist eben auch als Special zu unserer 50. Folge. Genau. Und dies deswegen auch von meiner Seite. Einmal herzlichen Dank, Leute. Ohne euch gäbe es keine 50 Folgen LS, weil wenn sich keiner anschaut, hätten wir es nicht gemacht. Stimmt, weil... Nur für uns, just for fun, können wir lieber alleine spielen, als wenn wir da noch groß aufnehmen. Richtig. Und uns zwangshaft irgendwelche Themen aussuchen müssen. Jo. Aber bevor wir jetzt lange große Reden schwingen, würde ich sagen, wir schauen uns die Fahrzeuge an, die da rumstehen. Wo fangen wir denn an? Fangen wir doch hier bei dem grünen Ungetüm an. Bei dem grünen Ungetüm von Glas? Ja. Dieses Kackgrün. Ja, also der sieht Glasgrün. Ja, der sieht schon so dreckig aus, aber scheinbar wird der dreckig vom Händler ausgeliefert. So, wie macht man das? So. Tut sich da hinten auch was? Nein, da hinten tut sich natürlich nichts. So, ich muss mal die Hilfe M ist Bunker heben. Ah, jetzt tut sich hinten was. Unser Chef versucht sich gerade an den neuen Fahrzeug. Ja, und ich glaube, er steht da schlecht vorbei. Es könnte sich ausgehen. Ah, er dreht sich Gott sei Dank in die richtige Richtung. Ja, Glück gehabt. Ja, und theoretisch könnte man dann so das Feld häckseln. Ja, häckseln, ohne dass man Hilfe dafür braucht. Richtig. Man kann es also dann wirklich auch alleine machen. Also wer jetzt zum Beispiel alleine spielt, für den ist das vielleicht wirklich ganz nett geeignet. Weil er kann nämlich dann endlich auch häckseln. Ohne Probleme. Oder einen Helfer einstellen muss und er nur Abfahrer spielen darf. Ja, genau. Arbeitsbreite hat er nicht so viel wie der 89er, den du schon aus unserem Let's Play kennst, aber ich denke, für den Anfang ist er nicht schlecht. Ja, also dafür, also wie gesagt, er ist hauptsächlich für Solo-Spielen eigentlich eher gedacht. Ja, im Multiplayer bist du normalerweise eh zu zweit oder sogar zu dritt. Ja. So, dann haben wir hier noch einen. Den darfst du jetzt ausklappen. Den darf ich jetzt ausklappen. Dann schauen das ist das gleiche, nur eine Nummer größer. Das gleiche, nur eine Nummer größer. Aber ich würde ein Stück vorfahren, gell? Ja, ich wollte mal erst aus der Halle raus. Aber da ich den auch noch nicht gefahren bin, müssen wir mal erst gucken, was wir hier mit machen können. X. Was passiert da? Aha.
Denkmal. Oh, da baut sich ja relativ viel auf. So, runter. Einschalten, ja. So, wie liegt das jetzt hinten? Wahrscheinlich musst du umschalten mit G aufs, auf dem Hänger. So war es zumindest ja, beim anderen. Also, ja, ich hab eigentlich nur so. Was haben wir denn da? Helfer einschalten, abschalten. Ne, das hat keine Auswirkungen. Okay, kannst du irgendwie in den Arbeitsmodus wechseln oder so? Ne, ich sehe nichts. Eben noch wieder nach vorne. Bremsräder ein und aha, das kann er. Das sieht ein bisschen breiter aus. Einklappen. Ah, er hat noch was anderes. Okay. Auf Raupenantrieb rumbauen oder was? Ja. B ist einschalten, Flücker heben. Nö. Hä? Also wie das, ob das erst funktioniert, wenn man fährt. Hier, versuch du mal eben. Vielleicht findest du das ja mehr. Du hast ja mehr Erfahrung. Du bist ja auch der Chef der Sache. Okay, Geräteauswahl wechseln. Okay. Type Description aufklappen. X. Ach. Da fehlt wahrscheinlich die Type Description, deswegen. Da sollte wahrscheinlich irgendwas stehen wie. Weiß ich nicht. Häckselwagen ausklappen oder so oder Bunker auföffnen oder irgend sowas. Wäre vielleicht einfach, aber da, dafür bist du ja auch der Chef und nicht nur die Hilfskraft. Zwillingsräder, was ist STX? Numpad 4? Aha, das ist STX. Ja. Da kannst du die Räder durchwechseln. Jo. Schaut halt, ist halt eine Nummer größer. Ja, aber auch wieder für Solo-Arbeiten sehr wahrscheinlich gut geeignet. Genau, dann gehen wir zur Gülle-Kiste darüber. Ja. Gehen wir mal zur Gülle-Kiste. Da haben wir erstens mal nur ein Glas. Traktor. Und dann eine Zunhammer oder. Ja, Zunhammer oder wie auch immer Zunhammer. Die wirklich heißt. Zunhammer. Gut. Ich weiß nicht, ist das eine deutsche oder amerikanische Firma? Ja, gute Frage. Ich bin leider nicht der Fachmann für Gerätetechnik. Ich auch nicht. Und die Framework wird immer besser. Ich schaue nur mehr in die Richtung, da habe ich 30 Frames. Ja, ist ein bisschen was Aufwendigeres. Weil da muss man selber Schläuche anstecken und anschließen. Man muss das Ganze passend hinfahren und damit man es befüllen kann. Also da ist mit einfachem Hinfahren und Erdrücken nicht getan. Nee, ist ein bisschen komplizierter. Da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Und, ja, da suchen wir uns dann einen speziellen Sklaven für, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja. So, dann haben wir da noch was, oder was? Ja, da du? Haben wir einen Rasenmäher. Ein bisschen einen größeren. Ja. Von Case. Sieht eigentlich ganz nett aus. Steuert sich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Schaut doch schon sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ja, aber man kommt eigentlich, also ich fahre den höchstens mit der Innenperspektive, muss ich sagen. Weil von außen, ja versuch mal dein Glück, von außen finde ich das irritierend mit dem Steuern. Und was drinnen? Oh mein Gott. Und Hängeschränke. Ja. Ja, das machst du gut. Hast du heute erst einen Führerschein bekommen, ja. Führerschein? Ja, Führerschein, was ist das? Habe ich keinen. Ja, schon aber interessant aus. Und ich denke, für größere Felder ist er sicher bestens geeignet. Mähen. Ja, man braucht halt auch da keinen separaten Abfahrer. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Ja. Sonst überziehen wir mal wieder, aber das wollen wir heute nicht. Nein. Da haben wir einen neuen alten Mähdrescher, einen kleinen New Holland. Ja, da brauchen wir ja eigentlich nicht viel zu sagen. Nee, der ist alt, klein und langsam. Drescher, ja. Kurz zusammengefasst. Ja, was haben wir noch? Ja, unseren Scania habt ihr schon gesehen. Hier haben wir noch was Spezielles. Eine
per Handsense. Ja, da kann man also auch, dann sieht man das. X zum Aufheben. X war aufheben. So. Und dann kann man das runterlassen und dann kann man Rasen mähen hier. Das ging die schlimmen User. Wir werden zwangsverdonnert zum Arbeiten. Ja, also neue Sklaven müssen erstmal ein Grasfeld nur damit abernten. Ja. So, dann haben wir da noch einen neuen LKW herumstehen, einen MAN mit 4 Achsen. Ja, aber ohne Beifahrerfunktion. Schade, schade. Ja, das ist wirklich schade. Ist aber, glaube ich, ein neueres Modell als der andere, den wir haben. Ja, der ist neuer. Also ich würde mal sagen, der eine, der ist irgendwo 80er Jahre und das hier wird schon 90er Jahre oder so gewesen sein. Ja, das ist schon TGA, oder? Ja. Oder schon an einer der relativ aktuellen eigentlich. Ja. So, dann haben wir da noch eine ganz spezielle Konstruktion, eine Ballenpresse. Ja. Auch ein Selbstfahrer. Ja, da braucht man also auch wieder keine Hilfe, zusätzliche Hilfe für die Ballenpressen, das macht er alleine. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz ehrlich gesagt. Weil die Ballenpresse hast normalerweise eher ein separates Gerät und da hängst normalerweise einen Traktor davor. Ja, gut, aber es ist halt sehr wahrscheinlich für ganz große Felder oder so. Ja, okay. Damit das kann dann, natürlich sein. Damit du dann wirklich alleine das auch relativ zügig hinbekommst. Ja, dann haben wir daneben noch einen Klaas. Ja. Der anscheinend so Wechselaufbauten für den wir. Ja, aber da muss ich meinen Zuschauer was zeigen. Dafür fahren wir mal eben. Ich weiß nicht, ob bei Locutus ist das nicht. Wenn ich nach links fahren will, stimmen die Räder. Bei mir, wenn ich nach rechts drücke, fahre ich nach rechts, aber die Räder zeigen weiterhin nach links. Keine Ahnung, woran das liegt. Leute, ihr seht es bei mir, die Räder zeigen die richtige Richtung. Ja. Können ja nochmal wechseln, dann kannst du nochmal fahren, dann kannst du das ja auch nochmal zeigen, dann können die Zuschauer ja sehen, was wir meinen, dass es bei dir richtig ist und bei mir nicht. Auch ich sehe es beim Locutus jetzt, wenn er fährt, trotzdem in die falsche Richtung die Räder lenken. Natürlich kann man die Lenkrad umschalten bei dem Fahrzeug. Oder so Hundegang heißt es, glaube ich, dann. Oder halt Vierradlenkung. Auf jeden Fall merkwürdig. Ziemlich großes Ding, ziemlich viel PS, ziemlich stark. Ja, so, weiter geht's. Was haben wir da noch stehen? Eine Horsch. Eine Horsch. Seemaschine. Ja, etwas größere. Das gefällt Locutus bestimmt. Er mag ja solche großen Dinger. Du magst die kleinen nicht, gell? Du magst die großen. Ja. Nee, ich mag die großen nicht so. Verstehe ich nicht warum, aber okay. Ja. So, da haben wir noch einen Grupper. Ja. Einen etwas spezielleren, keine Ahnung, was der kann. Also, hier die Maschine ist nicht von uns, die gehört zur Dekoration. Genau. Kleiner Überladewagen, klein unter Anführungszeichen. Ja, sehr klein. Ja, es kommt echt auf der Map drauf an, wo ich hinschaue. Ich gehe nur mehr so. Das sieht ja ulkig aus. Du, da habe ich 30 FPS. Wenn ich mich umdrehe, habe ich 14. Ja, für uns also keine Map, auf der wir bleiben würden. Nein. Weil sie eignet sich halt nicht für uns. Ja, da haben wir noch einen Unimog. Jo. Der auch Aufbauten verträgt. Also kann man die umschalten irgendwie? Also Ladung befestigen kann ich. Ja. Ja, wir haben aber jetzt keine Aufbauten dafür hier. Schöne IC-Steuerung hat, da kann man das Licht ein- und ausschalten. Sogar mit Armaturenbeleuchtung. Sieht schön aus, das Licht. Und was er auch hat, wenn man das Fenster aufmacht, wird es lauter herinnen. Man kann wieder zumachen. Dann ist leise. Also der hat so richtig, der hat Ingame, also wie sagt man da? Ah, das kann man auch aufmachen. Das Fenster da hinten. Ja. Kann man alles ein bisschen animiert und so. Sogar die Dachluke geht auf. Schön. Ja, dann kommen wir noch zu einem Fahrzeug, was wir auch in Scania, was wir auch neu haben, ein Mixer. Das ist kein Mixer, das ist ein Kalk. Ach, nee, du hast dir den Mixer gekauft. Das ist ein Kalksteuer, der. Ja.
Hat aber auch keinen Wir haben aber auch noch einen Mixer bei uns mit drinnen. Ja, den haben wir aber jetzt im Moment nicht gekauft. Nee. Deshalb kam ich da jetzt nicht hin. Aber ich glaube, der war auch grün. Meine ich. Ich weiß nicht. Schön, der hat Rücklicht, wenn man zurückfährt, rückwärts fährt. Dass sich dann einschaltet im Rückwärtsgang. Ja. Also eigentlich nichts Besonderes jetzt. Eigentlich ein Düngegerät. Ja. Mit dem kannannst du halt Kalk fahren. Ja. Ja, das war eigentlich der größte Teil der Fahrzeuge. Wir haben jetzt nicht alles gekauft, wir wollen euch ja nicht alles verraten. Wir brauchen ja noch Stoff für die nächsten 50 Folgen. Ja. Wir hoffen, dass wir noch 50 voll kriegen. Mal schauen, was sich so tut. Jo. Solange ihr zuschaut, wird es die vielleicht dann auch geben. Richtig. Ja, zum Abschluss der Folge bleibt uns eigentlich nur mehr zu sagen, danke, dass ihr uns treu bleibt. Danke, dass ihr euch unsere Videos anschaut. Ich hoffe, sie machen euch nach wie vor Spaß. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wir werden auch weiterhin immer wieder andere dabei haben. Den Tom, den kennt ihr ja jetzt schon. Der ist heute mal nicht dabei, weil die 50 Folgen betrafen ja eigentlich nur uns beide. Alle 50 Folgen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses April-Video separat aufzunehmen. Ganz genau. Also Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Landwirtschaftssimulator. Ade, bis dann.